Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Heute werfen wir einen Blick auf eine der wichtigsten Funktionen von macOS, den Wiederherstellungsmodus. Wir werden uns die Wiederherstellungstools ansehen und wie man sie benutzt. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Der Wiederherstellungsmodus ist ein spezielles in das macOS Betriebssystem integriertes Tool, das Zugriff auf verschiedene Tools zur Wartung und Wiederherstellung Ihres Computers bietet. Diese Modus können Benutzer verschiedene Aufgaben ausführen, zum Beispiel die Systemwiederherstellung, die Installation einer neuen Kopie von macOS, die Wiederherstellung von Daten aus einer Time-Maschine-Sicherung, die Überprüfung und Wiederherstellung eines Datenträgers mit dem Festplattendienstprogramm und so weiter. Im Folgenden werden wir einen Blick auf die Funktionalität des Wiederherstellungsmodus werfen und den Prozess der Time-Maschine-Sicherung und Datenwiederherstellung näher erläutern. Die erste Frage ist, wie Sie Ihren Computer in Wiederherstellungsmodus starten. Um den Wiederherstellungsmodus auf Ihrem Mac zu starten, müssen Sie die Tastenkombinationen Command plus R drücken und gedrückt halten, bis das Apple-Symbol auf dem Startbildschirm erscheint. Danach sehen Sie das macOS Wiederherstellungsfenster auf dem Bildschirm, in dem alle notwendigen Tools und Optionen zur Wiederherstellung Ihres Systems zur Verfügung stehen. Im Wiederherstellungsmodus können Benutzer Daten aus Time-Maschine-Sicherungen wiederherstellen, neue Kopien von macOS installieren, das System neu installieren, Datenträger mit dem Festplattendienstprogramm überprüfen und reparieren sowie andere Mac-Wartungs- und Wiederherstellungsvorgänge durchführen. Sehen wir uns zunächst an, wie Sie den Zustand Ihres Systems oder Ihrer Dateien mit Time Machine wiederherstellen können. Wenn Sie Time Machine bereits so eingerichtet haben, dass Ihre Dateien und Ihr System aus einer externen Festplatte gesichert werden, können Sie Ihren Mac von dieser Sicherung wiederherstellen. Um ein System aus einer Time-Maschine-Sicherung in Mac-Wiederherstellungsmodus wiederherzustellen, müssen Sie das System in Wiederherstellungsmodus starten. Bevor Sie den Wiederherstellungsprozess starten, vergewissern Sie sich, dass Ihr externes Time-Maschine-Laufwerk angeschlossen ist und eine aktuelle Sicherung enthält. Wenn das macOS-Wiederherstellungsfenster angezeigt wird, wählen Sie von einer Time-Maschine-Sicherung wiederherstellen und klicken auf Weiter. Als nächstes werden Sie aufgefordert, die Wiederherstellungsquelle auszuwählen. Wählen Sie das Laufwerk aus, aus dem die Time-Maschine-Sicherungen gespeichert sind und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie nun die Time-Maschine-Sicherung aus, von der Sie das System wiederherstellen möchten. Hier sind Sie nach Datum und Uhrzeit sortiert. Markieren Sie die gewünschte Sicherung und klicken Sie auf Fortfahren. Wenn es sich um einen Systemdatenträger handelt, sehen Sie möglicherweise diese Meldung. Hier steht, dass Sie den Migrationsassistenten verwenden müssen, um vor dieser Sicherung wiederherzustellen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Sie das System gegebenenfalls zuerst neu installieren und dann den Migrationsassistenten verwenden müssen, um die Daten aus der Sicherung zu migrieren. Wenn es nicht um einen Systemlaufwerk handelt, müssen Sie nach der Auswahl des Backups das Laufwerk oder den Datenträger angeben, den Sie wiederherstellen möchten, und dann auf die Schaltfläche weiterklicken. Bestätigen Sie Ihre Auswahl und starten Sie den Wiederherstellungsprozess, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist, wird der Computer mit den wiederhergestellten Daten neu gestartet. Die nächste Methode der Wiederherstellung ist die Neuinstallation des Systems. Nach der Neuinstallation des Systems erhalten Sie ein komplett sauberes macOS, alle Dateien, zusätzlich installierte Programme und Benutzerdateien verwenden gelöscht. Eine Neuinstallation von macOS kann viele Probleme mit Ihrem System lösen und seine Leistung verbessern.
Bevor Sie Ihr System neu installieren, sollten Sie eine Sicherung Ihrer wichtigen Daten erstellen. Als Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie ein Backup mit Time Machine erstellen können. So erstellen Sie ein Backup mit Time Machine unter macOS, schließen Sie eine externe Festplatte oder ein Laufwerk an, das zum Speichern von Time Machine Backups verwendet werden soll. Stellen Sie sicher, dass dieses Laufwerk groß genug ist, um alle Daten anzunehmen, die Sie sichern möchten. Zuerst müssen Sie Time Machine einschalten. Gehen Sie zu Systemeinstellungen, Allgemein und wählen Sie Time Machine. Hier klicken Sie auf Laufwerk hinzufügen. Wählen Sie das Laufwerk aus der Liste aus und klicken Sie auf Laufwerk konfigurieren. An dieser Stelle können Sie die Verschlüsselung auf dem Laufwerk konfigurieren. Ich werde sie deaktivieren, da ich diese Option nicht benötige. Weiter. Das Laufwerk wird dann für die Sicherung hinzugefügt. Nachdem Sie das Laufwerk ausgewählt haben, können Sie weitere Time Machine Sicherungsoptionen konfigurieren, zum Beispiel den Anschluss bestimmter Ordner oder Dateien von der Sicherung, den Sicherungsintervall und so weiter. Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf Jetzt sichern, um die Sicherung zu starten. Time Machine beginnt mit dem Kopieren aller ausgewählten Daten auf Ihr externes Laufwerk und Sie können den Vorgang in Ersatz überwachen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihr System neu installieren. Starten Sie Ihren PC neu, indem Sie Command plus R drücken, bis Sie das Apple-Symbol sehen. Das ist der Start in den Wiederherstellungsmodus. Um das Laufwerk zu löschen, verwenden Sie das Festplatten-Programm. Wählen Sie es aus der Menüliste aus und formatieren Sie das Laufwerk Macintosh Edge. Wählen Sie Löschen, wählen Sie appropriates Format, geben Sie einen Namen für das Laufwerk ein und klicken Sie auf Löschen. Nach dem Formatieren des Datenträgers schließen Sie das Festplatten-Diskprogramm und wählen Sie macOS installieren aus dem Wiederherstellungsmenü. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und macOS neu zu installieren. Sobald die Neuinstallation von macOS abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, Daten auf eine Time Machine Sicherung wiederherzustellen oder eine Neuinstallation durchzuführen. Wählen Sie zu diesem Zeitpunkt im Fenster des Migrationsassistenten die Option zur Migration von Daten aus einer Time Machine Sicherung. Wählen Sie den Time Machine Backup Datenträger oder einen anderen portfähigen Datenträger aus, auf den die Informationen migriert werden sollen. Weiter. Wählen Sie dann die letzte Sicherung aus oder erweitern Sie den Ordner und markieren Sie die gewünschte Sicherung. Weiter. Als nächstes zeigt der Assistent eine Liste der Datenkategorien an, die von Ihrer Time Machine Sicherung migriert werden können. Dies können Anwendungen, Benutzerkonten, Dateien und Einstellungen sein. Aktivieren Sie die Kontrollkärtchen neben den Datenkategorien, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie das Administrator-Kennwort fest. Fortfahren. Damit beginnt die Übertragung der Daten von Ihrer Time Machine Sicherung auf Ihren Mac. Der Übertragungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, abhängig von der Menge der zu übertragenden Daten und der Geschwindigkeit Ihres Macs und des Sicherungslaufwerks. Sobald die Migration abgeschlossen ist, müssen Sie Ihren Computer neu starten, indem Sie auf die Schaltfläche Neu starten klicken. Die Migration ist abgeschlossen. Wenn Sie die Migration nicht benötigen, richten Sie das System nach der Neuinstallation alles neu ein und überspringen Sie die Option zur Datenmigration. Die Neuinstallation von macOS kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Stellen Sie also sicher, dass Sie genügend Zeit und eine Internetverbindung haben, um die erforderlichen Dateien herunterzuladen. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf das Festplattendienstprogramm, das wir zum Löschen des Laufwerks verwendet haben.
Das Festplattendienstprogramm ist ein Tool zum Überprüfen, Reparieren und Löschen von angeschlossenen Laufwerken, einschließlich Macintosh, HD und externen Laufwerken. Sie können die Funktion Löschen im Menü des Festplattendienstprogramms verwenden, um Ihr Startlaufwerk zu formatieren, oder Sie führen das Disk Utility First Aid aus, um die Disk zu reparieren. Sobald Sie das Festplattendienstprogramm gespeichert haben, wird eine Liste aller verfügbaren Laufwerke auf einem Computer angezeigt. Wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie wiederherstellen oder bereinigen möchten. Wenn Sie Ihr System mit Hilfe einer Time Machine sichern wiederherstellen möchten, wählen Sie den Menüpunkt Wiederherstellen. Wählen Sie dann eine Quelle für ein Wiederherstellen aus. Wenn Sie die folgende Fehlermeldung sehen, können Sie auf diese Weise keine Daten aus einer Sicherung wiederherstellen. Der falsche Datenträger oder das falsche Backup wurde ausgewählt. Wie Sie den Datenträger bereinigen können, haben wir bereits früher gesprochen. Das Festplattendienstprogramm fordert Sie auf, Ihre Auswahl zu bestätigen, bevor es mit der Wiederherstellung oder Bereinigung des Datenträgers fortfährt. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Datenträger ausgewählt haben, da alle darauf befindlichen Daten ohne die Möglichkeit einer Wiederherstellung gelöscht werden. Sobald der Wiederherstellung oder Bereinigungsprozess abgeschlossen ist, können Sie den Datenträger wieder nach Ihrem Wünschen verwenden. Das nächste im Wiederherstellungsmodus führbare Dienstprogramm ist der Safari-Browser. Mit ihr können Sie die Support-Seite von Apple oder andere Webseiten für weitere Informationen besuchen. Lesezeichen, Plugins und Browser-Erweiterungen sind jedoch nicht verfügbar. Sie können Safari verwenden, um Lösungen für Probleme zu finden, die während des Wiederherstellungsprozesses aufgetreten sind. Dies kann bei verschiedenen Fällen nützlich sein. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise zusätzliche Dateien oder Programme herunterladen, um Ihr System wiederherzustellen. Sie können damit die erforderlichen Dateien von offiziellen Websites oder anderen Quellen herunterladen. Wenn Sie Hilfe oder Anleitung zu einem bestimmten Wiederherstellungsverfahren benötigen, können Sie den Safari-Browser verwenden, um diese zu finden. Zusätzlich zu den Hilfsprogrammen des Hauptbildschirms Wiederherstellungsmoduls sind einige andere Wiederherstellungsprogramme über das Menü oder auf der Seite verfügbar. Die sind Terminal und Security Utility. Das Terminal ist im macOS wie Tagherstellungsmodus, bietet Zugriff auf die Befehlszeile, mit die Sie verschiedene Vorgänge zur Systemwiederherstellung und Datenträgerverwaltung durchführen können. Um es zu starten, öffnen Sie Dienstprogramm und öffnen Sie dann Terminal. Nun haben Sie Zugriff auf das Terminal und können damit verschiedene Vorgänge wie Datenwiederherstellung, Passwortänderung, Überprüfung und Reparatur von Datenträger und andere Systemaufgaben durchführen. Beachten Sie, dass für einige Befehle zusätzliche Administratorkorrekte erforderlich sein können. Das Startup Security Utility ist ein Tool zur Verwaltung der Sicherheits- und Starteinstellungen Ihres Systems. Sie können es verwenden, um den Start von einem wechselnden Träger zu konfigurieren. Mit dem Dienstprogramm für Startsicherheit können Sie Sicherheitseinstellungen wie Secure Boot konfigurieren, die festlegen, welche Arten von Betriebssystemen und Startgeräten auf Ihrem Mac ausgeführt werden dürfen. Sie können auf ein Bootpasswort festlegen, um diese Einstellungen zu schützen. Das Startup Security Utility ist ein leistungsfähiges Tool, mit dem Sie Ihr System sichern und den Systemart kontrollieren können. Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie diese Einstellungen ändern, da falsche Einstellungen zu Problemen beim Booten oder beim Zugriff auf Ihren PC führen können. Was ist zu tun, wenn der macOS Wiederherstellungsmodus nicht funktioniert? Wenn Sie Ihren Mac nicht im Wiederherstellungsmodus starten können oder es keinen Wiederherstellungsmodus gibt, bedeutet dies, dass die Tastenkombination Command plus R nicht funktioniert oder Ihre Wiederherstellungsoption beschädigt ist. Möglicherweise verwenden Sie die falsche Kombination. Bei Intel-basierten Mac OS müssen Sie beim Booten die Tasten Command plus R drücken, um den Wiederherstellungsmodus zu starten. Bei Macs mit M1, M2, M3 Prozessoren ist die Tastenkombination anders. Um den Wiederherstellungsmodus zu starten, schalten Sie Ihren Mac aus, drücken Sie die Einschalte-Taste und halten Sie sie gedrückt, bei das Apple-Logo erscheint und darunter ein Text erscheint,
der besagt, dass Sie auf die Startoptionen zugreifen können, wenn Sie die Einschalttaste verwerfen, gedrückt halten. Drücken Sie diese Taste weiter. Schließlich können Sie Einstellungen, Verfahren auswählen und die Wiederherstellung wird geöffnet. Wenn Ihr Mac nicht vor der Wiederherstellungsoption starten könnte, wird auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt, zum Beispiel 2003F. Um das Problem zu lösen, dass der Wiederherstellungsmodus nicht funktioniert, verbinden Sie sich mit dem Internet und versuchen Sie, ihn über das gleiche Menü wiederherzustellen. Anhand dieses Videos können wir sagen, dass der Mac OS Wiederherstellungsmodus ein leistungsfähiges Tool für die Lösung einer Vielzahl von Computerproblemen ist. Jetzt wissen Sie, wie Sie diese Funktion nutzen können, um Ihr System zu warten und wiederherzustellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorene Datei wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentare unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.